Ayo, was geht von der Eckernstaffel? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Ninja Gaiden Sigma 1. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben, weiter geht's. Und ja, wir müssen jetzt sozusagen hier die Uhrensöhne wegklatschen. Es ist übrigens gerade auch mitten in der Nacht, also ich werde versuchen, so wenig wie möglich zu ragen. Scheiße. Und mich halt einfach versuchen zu konzentrieren. Scheiße. Ja. Alter Schwede. Junge. Na komm. Ein bisschen Leben wäre echt nicht schlecht, sag ich dir ehrlich. Cool, eine neue Schriftrolle. Komm, der gibt mir hier ein bisschen Heilung einfach. Dass ich keine Dings verschwenden muss. Ja, meine Leute, wie viel kommen denn hier? Waren das alle? Super. Wie viel Essenz habe ich aktuell? 5600, okay. Das heißt, das reicht für eine Waffe auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde aber auf jeden Fall, denke ich mal, das Schwert usen. Warte. Das geht zu weit. Kann ich hier irgendwie interagieren? Im Saal befindet sich etwas, aber es ist außerreichend. Ich muss. Ach, ich verstehe, okay. Ich muss das irgendwie anders machen. So. Okay, das klappt irgendwie nicht. Ich würde gerne diesen Doppelsprung machen, wenn es möglich wäre. Er geht auch nicht. Wie soll ich das machen? Wie mache ich das jetzt am besten? Aha. Verstehe. Also, sobald ich das anfasse, check ich. Sobald ich das anfasse, geht's nach unten. Gut zu wissen. Check ich, verstehe ich, okay. Dann nehmen wir das mit, super. Okay, und dann haben wir auch den Totenkopfschlüssel. So. Wunderbar.
Sehr schön. So, je mehr Essenz wir mitnehmen, desto besser. Gefühl habe ich jetzt eins nur noch. Scheiße, also Heilung aktuell wirklich sehr wenig. Shit. Okay, jetzt bin ich hier. Was soll ich jetzt genau machen? Kannst du das nehmen? Ja, kann ich. Okay, cool. Da unten ist auch, ich sehe Muramasa. Könnte ich theoretisch zu dem runter? Und bei dem einkaufen? Würde das gehen? Das geht sogar. Ich fick mein Leben. Gut, da würde ich sagen. Oh, cool. Oh, geil. Geist des Bösen. Wir machen hier auf jeden Fall das Schwert auf Stufe 3. Ohne viel Tamtam. Und für das Geld hole ich mir auf jeden Fall noch ein bisschen Dings. Heilung. Versuche das wenigstens so Fall wie möglich zu halten, weil es halt wichtig ist. So. Ich hoffe, ich krieg das hin. Mit der Luft, die Rio hat. So, Digga. Ich find's cool, auch mal die Story zu erleben, wo er halt noch nicht dieser unglaublich kranke Ninja gewesen ist, sondern wirklich halt, sag ich mal, Anfänge, wie er zu dem geworden ist, was im Endeffekt geworden ist. Das ist halt schon alles echt sehr cool. So, perfekt. Was steht da? Es scheint sich eine Steinplatte zu handeln. Eine Kammer nach zu schließen, könnte das sehr gut ein Aufzug sein. Allerdings. Okay, wir müssen, glaube ich, den Aufzug irgendwie aktivieren. Die Frage ist jetzt nur wie. Wie machen wir das am besten? Muss ich hier vielleicht irgendwie irgendwas kaputt machen oder sowas? Oder muss ich... Warte mal kurz. Mit den Laternen hat das nichts zu tun? Es ist zwar ein Aufzug, aber die Decke ist... Also oben ist keine Decke. Oder geht der nach unten? Auf, nach unten geht er auch nicht. Ja gut. Warte mal, ist hier vielleicht... Hallo? Hallo, Steuerung. 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 Ist auch gar nichts. Gehen wir nochmal auf die andere Seite, tun uns dort einmal ein bisschen untersuchen. Vielleicht finden wir es ja raus. Wenn nicht, dann müsst ihr kurz YouTube hinhalten. Ich hoffe, dass wir das alleine herausfinden. So. Verstehe. Warte. Schnell, genau. Perfekt. Gut zu wissen.
Sehr wild. Oh ne. Oh ne, nicht die schon wieder. Perfekt. Ja, das Kämpfen geht langsam echt gut, Alter. Ich würde gerne mal das Drachenschwert plus 3 ausprobieren. Und wie sich das anfühlt. This place reeks with the stench of a powerful fiend. Do not let it overcome you. And be careful. Okay, das heißt nichts Gutes. Und so wie ich mich erinnere, gibt's gleich einen Bossfight. Oh nein! Und ich hatte nichts zum Speichern. Um Gottes Willen. Hoffen wir, dass wir es beim ersten Mal schaffen. Ich glaube, das wird hart. Ja. Bitte nicht. Aua. Oh Gott. Scheißdreck. Nein, bitte nicht. Hallo. Ja. Nein, es erwischt mich jedes Mal, Alter. Oh mein Gott. Ja, Digga. Das Ding ist aber, Ryu macht aber auch nicht, was man ihm sagt. Das ist auch so ein Drecksscheiß, Digga. Ja. Scheiße. Boah, das wird extrem schwer. Das wird extrem schwer. Das wird richtig schwer. Ja gut, ist jetzt auch nicht so schlimm. Aber das wird schon knackig, Bruder. Das wird knackig. Weil wir haben halt schon einiges an Heilung. Aber jetzt auch nicht so viel, dass ich sagen würde, boah, damit könnten wir jetzt easy die so wegsmacken, weißt du? Das ist es. Was ich halt probieren kann,
Was ich machen kann, ist bisschen farmen. Das könnte gehen. So zwei, dreimal farmen, so weiß ich mir, dann halt wieder zurück. Dass ich halt mehr Heilung kaufen kann. Ach Digga, diese Scheiße in diesem Kackding, Alter. Das ist so ekelhaft. Es ist so gottlos, meine Güte, Mann, ihr dummen Hurensöhne. Langsam fucken die mich richtig ab, du kleiner Bastard, Alter. Kleiner, dummer Hurensohn. Ja, so kann ich auf jeden Fall nicht rausgehen. Lass nochmal rein. Ja, es ist eine Heilung weniger, ne? Jetzt. Das Problem, ich habe jetzt eine Heilung weniger. Warte, kann ich hier unten irgendwo speichern? Geht das? Ne. Ja, da muss ich halt so lange probieren, bis ich es schaffe. Ich meine, ich hatte sie auch schon fast down gehabt, ne? So ist das halt nicht, aber... Kann ich das überspringen, bitte? Ich möchte mir das nicht jetzt mal reinziehen, da. Boah, Digga. Mann, es ist so gottlos, wirklich. Es ist so unfassbar gottlos, dieser Endboss. Ich weiß halt nie, wann ich angreifen kann, ist das Problem. Ja. Ja, Ryu macht halt nicht, was ich sage. Das ist mein größtes Problem. Das ist mein größtes Problem. Ryu macht halt... Ja, nice. Es ist wirklich, also wirklich, dieser Endboss ist wirklich abartig gottlos. Ich werde den nicht hinkriegen. Auf jeden Fall, ich werde den schon hinkriegen so, aber ich brauche auf jeden Fall mehr Versuche. Weil ich erstmal lernen muss, wie der sich bewegt. Und wann ich anzugreifen habe. Weil so bin ich wirklich komplett unterlegen. Ich weiß halt nicht, wann ich angreifen soll. Ja, keine Chance. Schwierig. Sehr schwierig. Ah, gar nicht aufgeben. Beim vierten oder fünften Mal habe ich ihn geschafft. Das ist halt so normal, wenn du die Bewegungen der Bosse nicht kennst. Hast du, und plus, ich hatte halt noch eine Heilung weniger, ne? Gut, dann wechsle ich mal, glaube ich, wieder zum Drachenschwert. Ich hatte halt eine ganze Heilung weniger, das kommt halt auch noch dazu.
Digga, was machst du? Ich werde versuchen, einfach durchzugehen. Jetzt kann ich nicht viel Zeit verlieren, ohne viel Tamtam. Einfach hindurch. Ah, ich kann gar nicht durch. Ja, Digga. Aber auch nicht mal mehr Heilung, ne? Das ist jetzt traurig, die geben nicht mal mehr Heilung. Und ich habe jetzt, guck mal, halben Balken weniger Leben. Das ist schon traurig. Mann, du dumme Nutte, Digga, ich hasse diesen Move. Ich hasse diesen Move. Schon wieder, du dumme Schwuchtelhure, du kleine Bastardnutte. Oh Gott, ich würde dich so vergewaltigen, Alter. Ja, Digga. Schlimmste ist, wenn ich nicht weiß, also ich weiß halt nicht, wann ich angreifen soll. Nein, Mann, ich hasse, wie der das macht. Ich kann halt nicht mal ausweichen. Das kommt halt dazu. Oh, Mann. Nein, nicht schon wieder. Ja. Ich kann halt nicht mal ausweichen. Ja. Nein, ist nicht wahr. Yes. Kriegt man hin. Ist das die Schwester? Do it. I can't kill my own sister. Haben wir aber geschafft, geil. Ging doch relativ, also es hat schon funktioniert. Man hätte es besser machen können, auf jeden Fall, definitiv, aber. Was zum Fick ist Anführer der Ninja? Was ist ein Fludium? Dispatch order is being
set up a curfew for all civilians. Request available information on the target. No new information at this time. So, the greater fiends have a soul, don't they? Yes, they are the ones who retain a spirit even after becoming fiends. There are only three of them. Dooku, my sister, and another who guards the Emperor. It's not safe for you to be around me. You should go now. Ah, Rachel. I should kill you now for the pain you've inflicted on Alma, but instead, I shall use you to make her even stronger. It will be your blood, the cursed blood of a twin sister, that shall serve to awaken Alma. It's a shame. Such a fine specimen has to go to waste. You might have become more powerful than even Alma. But no longer. Aber die zickenden Titten, die wackeln noch, Alter. Ihr Hammer liegt da. Und wegen steuern wir jetzt? Steuern wir immer noch Rio? Ja. Warte, Kapitel 10. Alarm in Tyrum. Ich gehe mal zurück und versuche mal ihren Dingens mitzunehmen. Geht das? Es geht sogar. Mal gucken, ob das klappt. Wo ist der Hammer? Da vorne. Ich kann den einfach mitnehmen, ich werde behindert. Läuft, ich kann den einfach mitnehmen, Alter. Läuft. Ich kann einfach jetzt Ratchet 8 spielen. Mit Rio, wie geil ist das denn? Tun wir gleich mal testen. Warte, wie viel Essenz habe ich? Immer noch 700, Digga. Ja, man hat mir einfach keine Essenz gegeben. Ich brauche auf jeden Fall Heilung, Alter, langsam. Vor allem für so Endboss-Geschichten. So. Ein paar kaufen, ein paar finden. Lass mal testen ein bisschen. Scheiße, Digga. Boah, Junge, wie die abgehen. Nein, du Bastard. Ich komme halt nicht mehr an die ran. Mann. Ach Junge, Mann, es nervt. Sowas fuckt mich ab, wenn die Steuerung nicht das macht, was ich möchte, Digga. Der Hammer ist okay, aber ich würde jetzt nicht irgendwie hauptsächlich spielen, Alter.
Wechsel doch lieber zum Drachenschwert, Stufe 3. Guck mal, wir haben jetzt gar keine Heilung mehr, Digga. Absolut gar nichts mehr. 1000 Runden sind's. Junge, bist du ein Hurensohn? Das ist unglaublich, wirklich. So. Glaube ich 1700. Ja, wenigstens ein bisschen was. Auch wenn es nicht viel ist. Speichere ich ja trotzdem mal ab. So. Wir sind aber erst bei 31 Minuten. Und hier ist ein Käfer. Krass, nochmal eine spirituelle Kraft, sehr wichtig. Jetzt halt sozusagen einfach die andere Seite, Digga. Boah, dieses Gelade, Digga. Heilige Mutter Maria. Hab ich jetzt. Okay, ich kann mir noch eins kaufen. Müssen wir uns hier die Getränke so wohl oder übel irgendwie. Ja, sparen, Digga. Ja, boosten. So, für... Für eins reicht's noch. Oh Mann. Das wäre halt der Vorteil beim Bonding gewesen, weil ich hätte mir so viel Essenz modden können, wie ich wirklich Bock gehabt hätte. Wäre das halt alles gar kein Problem gewesen. Gottes Willen, ey. Pfeile. Okay. So. Ich muss mir direkt erstmal 2 geben. Ja. Du bist ein Nuttensohn, weißt du das? Du bist ein Nuttensohn. Ein Nuttensohn bist du. Scheiße, Digga.
speichern kurz. Holy shit. So, wir sind erst bei 35 Minuten, ein paar Minuten, also 20 Minuten so. Spielen das safe noch. Als wenn ich es kaum gesehen hätte. Jetzt hier. Frei ist halt jetzt genau wo, also wo muss ich genau hin? Und hier ist der nächste Speicherpunkt. Ist gar nichts. Hallo. Mein Gott. So. Stimmst du mal? Ja, ja, nehmen die nicht so viel wie ein zweiten da zum Beispiel. Aber man ist auf jeden Fall auch verwundbarer. Okay. Mittlerweile kommen wir mit dem gut klar. Wie viel Essenz habe ich? 1, 5, 3 kann ich wiederholen. Mit einer theoretisch 6 wieder. So. Die kleinen sind 500 oder was? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, was zum Teufel ist das denn? Heilige Mutter Maria. Von wo kommen die noch? Von wo denn? Von da oben, du kleiner Schwanz. Warte. Ah, jetzt ist es offen, okay, nice. Baby, was zum Fick?
Spezialbogen, wild. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wie zum Fick soll ich den jetzt besiegen? Das meine ich. Genau davon rede ich. Wenn du zu wenig Heilung hast und sowas passiert, du bist halt einfach gefickt. Das ist einfach so. Du bist einfach gefickt, wenn du zu wenig Heilung hast. Du bist einfach gefickt, Bro. Bist einfach gefickt. Das ist das, wovon ich die ganze Zeit rede. Ja. Ach, nervt mich doch nicht, meine Güte, Junge. Ich weiß, wie ich es eventuell machen könnte. Also drei Dinger, das ist halt viel zu wenig. Eine Möglichkeit hätte ich, aber... Och, Mann! Was ist das für ein Raum? Oha, geil, Alter. Boah, wichtig. Wo geht's hier weiter? Komme ich jetzt zu diversen Items? Was? Hier hing vermutlich... Ah, okay, das ist der Dings zum Bogen. Verstehe. Okay, wild, Alter. Du dummer Hurensohn, du kleiner Hurensohn. Und was hilft da oben, oder? Ja. Was habe ich gemacht? Oh nein, Alter, ich wollte den Bogen weglegen. Kann ich das überspringen, bitte?
Okay. Oh Gott, jetzt muss ich konzentrieren, komm. Boah, Digga, er schlägt so schnell, dass ich gar nicht reagieren kann. Ja, es ist... Na, ich spiel zu dumm. Ich spiel viel zu dumm, Digga. Guck. Ach. Ey, er trifft mich jedes Mal, ne? Ich hab gar keine Chance. Bro, ich hab keine Chance, Mann. Ja, ich hab keine Chance, Bro. Er trifft mich jedes Mal so dumm, Bro. Ich kann das nicht mal blocken. Das ist ja das Problem. Ich will das blocken, aber es geht nicht, weil Ryu zu langsam ist, um zu reagieren, Alter. Ich brauche eine komplett andere Taktik. Mich fuckt sowas so ab, Alter. Das kann man sich nicht vorstellen. Jetzt wieder 20 Minuten dahin laufen zu diesem dämischen Nuttensohn. Mann, es fuckt einfach ab, Digga. Es fuckt wirklich einfach nur ab, ohne Witz. Ja, ich stell mich halt doch dumm an, bin ich ehrlich, aber ich kann das Spiel halt nicht so gut, das ist das Ding. Ich bin kein Profi. Ich bin keiner wie diese andere geistig kranken Süchtigen, Digga, die 1000 Stunden und mehr in das Game haben. Das ist halt mein erster Run in dem Game. Das ist das Ding. Das ist mein erster fucking Run in dem Game. Erster Run, was soll ich halt machen, ne? Bin halt noch nicht so gut. Einzige, was ich machen kann, ist halt, Digga. Das ist ein Speicherpoint. Ich mach's einfach mal, so hier sicherheitshalber. Ich werde den Hurensohn aber auf jeden Fall noch töten, bevor ich hier aufhöre. Ich werde das schon schaffen, ich brauche einfach noch mehr Leben. Jetzt für den Anfang, ich brauche einfach mehr Leben, Digga, sonst kriege ich das nicht hin. Um das gut zu machen, das Gute ist halt, dass die Gegner, guck mal, ich habe jetzt zum Beispiel wieder 2300. Dass die halt gut, Dings droppen. Die droppen gut Leben. Das ist halt aber mein Trumpf so. Guck mal, da sind die wieder. So.
Zack, ist wichtig. Das ist wichtig. Da oben war, glaube ich, gar nichts mehr. Jetzt habe ich aber, wie viel? 2,7. Da kann ich jetzt mir hier von dem Dinger 5 holen, weißt du, ich meine? Jetzt gehe ich nochmal zurück, speichern. Guck mal, da kommen sie jetzt wieder so. Du bist ein Nuttensohn, weißt du das? Du bist ein Nuttensohn. Warum hat der eine mir so Leben gegeben? Nimmt das, dieser Wichser ist mir wieder weg, Alter. Dummer Schwanz. So, warte, wie viel habe ich jetzt insgesamt? 400. Und 8 Stück. Gut. So, theoretisch kann ich mit... Ich kann mir noch mal eins kaufen, geil. Oder kann ich das hier verwenden? Kann mir das hier kaufen? Jetzt bin ich hier auf 8. Okay, nice. Jetzt habe ich wenigstens wieder ein bisschen Leben. Jetzt wird es auch klappen. So, jetzt pass auf. Projektil, Bogen. So. Perfekt. Alter. Ja, ich darf ihn nicht von hinten anschleichen. Digga, ich komm da nicht weg, Mann. Ja. Junge, es reicht! Jetzt. Drei habe ich verwendet. Na gut, 4. So, warte mal kurz.
So. Lass mich nochmal zurück. Ne, durch die Tür bin ich gekommen. Cool. Guck mal, 1,7 schon. Wir können hier boosten. Hier können wir farmen, Alter. Ich mach das jetzt mal. Hier kannst du farmen, geil. So. Okay, wild. Na gut, Jungs, aber ich sage, ich beende jetzt mal den Part. Ich werde jetzt noch weiter farmen. So bis ich so 10.000, 15.000 noch mal gucken. Dann sehen wir uns mit der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Ninja Gaiden. Bis dann, checkt die Mitsubishi Zwiebeln und haut rein.